Hallo, ich mache heute einfach mal Mayo oder beziehungsweise will ich mal zeigen, wie einfach es ist, Mayo herzustellen. Dafür brauchen wir ein bisschen Salz, Senf, Essig, da müsst ihr vorsichtig sein, weil das ist Konzentrat, ich verdünne den immer. Öl, Zucker und ein Eigelb. So, dann fangen wir gleich an. Wir machen das Eigelb in die Schüssel. Ein bisschen Salz. Den Zucker, das sind 3 Esslöffel. Teelöffel. Entschuldigung. Ein Esslöffel Essig. Einen guten Teelöffel Senf. Und das Öl, ich nehme Sonnenblumenöl, weil Rapsöl hat einen eigenen Geschmack. Und das Öl kommt dann immer nach und nach beim Mixen reingemacht. So, dann fangen wir an. Ich zeige euch das mal. So einfach und so schnell könnt ihr Mayo herstellen. Und hier, damit ihr das auch seht, das ist dick. Und das ist einfach Mayo. Wenn ihr noch ein bisschen mehr Mayo braucht, ist das kein Problem. Ihr könnt da immer wieder Öl reinfüllen und immer verrühren. Und umso mehr wird das dann nachher. Also das wird nicht flüssig. Ich glaube, bis zu 2 Liter oder 3 Liter Öl könnt ihr da reinkippen, ohne dass es dünnflüssig wird. Laut Test von RTL habe ich das mal gesehen. Und wenn ihr natürlich mehr braucht, würde ich empfehlen, 2 Eigelb reinzumachen. So, das war's. Danke.